Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich einige wichtige Verse aus dem 3. Kapitel zu Kolosser lesen. Ich lese vom 12. Vers. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergibt euch untereinander, wenn jemand eine Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr Jesus euch vergeben hat, so vergibt auch ihr. Und über alles zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Ja, so wunderbar. Wir sollen anziehen diese wunderbaren Eigenschaften. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Sanftmut, Demut, Geduld. Und wie sollen wir das anziehen? Ja, als die Geliebte Gottes. Als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen. Ja, warum sind wir denn auserwählt? Ja, weil der Herr hat uns erklärt das und wir haben verstanden ihn und wir haben seine Gnade angenommen. Ich denke, Jesus gibt es jedem, aber die Leute, die antworten und sagen, ja, ich will mit dir gehen, ich nehme dein Opfer an, ich nehme die Vergebung von dir an, ich will mit dir leben, ziehe in mein Herz hinein. Ja, diese Leute, die wiedergeboren sind, die wirklich in dem Herrn einen ganz neuen Sinn bekommen sind, haben. Denn wir lesen von Apostel Paulus, er war ein bekannter Mann in dieser Welt, er hat so viel erreicht. Aber das, was er erreicht hat in dieser Welt, wo er Jesus kennengelernt hat, dann war es alles nicht wichtig. Jesus wurde wichtiger als alles. Er wurde zu dem Auserwählten Gottes und konnte so viel für den Herrn tun. Als Geliebter Gottes. Und interessant, dass er redet zu diesen wunderbaren Menschen, die jetzt auserwählt sind, aber sagt, zieht an diese Eigenschaften. Da merkt ein jeder, da reicht's nicht. Da reicht's nicht an Demut, an Sanftmut. Da ist doch die Barmherzigkeit nicht so ganz vollkommen. Und dann sagst du, Jesus, ich ziehe an diese Eigenschaften. Und interessant, er spricht zu diesen wunderbaren Menschen, die schon also die Auserwählten Gottes sind. Aber anscheinend gibt's da auch manchmal noch nicht Vergebung. Sie haben von Jesu die Vergebung bekommen, aber einem anderen können sie noch nicht vergeben. Und das sehen wir in unserem Leben. Auch unter Christen gibt es Unvergebung. Und dann sagt er also, vergibt, auch wenn jemand Klage gegen dich hat. Er beklagt sich, recht oder nicht recht, aber du vergibst ihm, weil Jesus dir vergeben hat. Und zuletzt nimmst du und ziehst an, dieses Liebe, Liebe, die vollkommenes Band ist. Ja, größer als die Liebe nicht, aber hier ist wieder so realistisch. Bevor man sagt, wirklich die Liebe als Vollkommenheit, da müssen auch andere Eigenschaften vor da sein. Wir müssen da schon also Jesu, Gottes Kinder sein, ihn angenommen haben, dann ist es möglich. Und mir ist interessant, auch ein paar Verse weiter sagt er hier noch, den Vers, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Interessant, wenn ich diese Eigenschaften in mir sind, und da sagt er noch dazwischen, der Friede Gottes regiert mein Herz und die Liebe ist da, dann bin ich ein glücklicher Mensch, dann will ich singen. Ich habe Leute gesehen, die haben kein Gehör, die sind nicht musikalisch, aber sie singen gern, weil wenn es mir gut geht, wenn ich glücklich bin, dann singe ich und lobe den Herrn mit meinen Liedern. Ich kenne jemanden, der war schon, ja, in seinen vorangeschrittenen Jahren hat er sich bekehrt. Und ihm hat es so gefallen, wie die Leute singen, spielen. Er hat Akkordeon gekauft, er hat neu gelernt und dann hat er immer wieder jede seine freie Minute den Akkordeon genommen und hat Lieder gesungen. Gott zur Ehre. Das ist so wunderbar, wenn wir das tun, wirklich aus ganzem Herzen, weil die Liebe Gottes uns erfüllt. Und segnet, aber das Wort Gottes wird da reichlich sein. Das heißt, ich lese nicht nur kurz, schnell, schnell, aber das Wort Gottes ist reichlich. Ich will mehr wissen, wie Jesus gelebt hat. Ich will mehr wissen, warum Gott, der Vater, seinen Sohn geschickt hat in diese Welt. Er hat es doch so gut gehabt im Himmel. Und nein, er kommt hier, weil die Menschen ihm wertvoll sind. Er geht und sucht manchmal die verlorenen Menschen und hilft ihnen wieder einen neuen Sinn bekommen, dass sie ihn ins Herz bekommen.
Und das ist so wunderbar, wenn du dieses erkennst, diesen Jesus, wie er das getan, dann willst du auch das tun. Du willst auch dann für die Menschen tun. Dann wird dieses herzliche Erbarmen, diese Freundlichkeit, diese Demut, Liebe, Geduld werden auch dein Herz erfüllen. Und du wirst wirklich auch jedem Menschen vergeben können, was da auch nicht passiert ist. Und die Liebe Gottes als Vollkommenheitsband wird dein Herz auch ausfüllen. Letztendlich singst du und freust dich. Und es merken die Leute. Das ist nicht nur, dass du hast, ich habe das in mir. Nein, das werden andere merken. Du bist ein glücklicher Mensch in dem Herrn. Möge uns der Herr das geben. Und wenn du vielleicht es noch nicht getan hast und hast noch nicht, du fühlst, du bist nicht mit Gott so in dieser innigen Gemeinschaft, dann suche sie. Es ist doch nicht umsonst gesagt, zieht an. Er sagt, dass diesen Kinder Gottes, die auserwählt sind, sogar heilig sind, aber die haben noch nicht alles. Und dann müssen sie das ansehen, was ihnen fehlt. Dass sie wirklich auch so aussehen, wie Jesus sie gedacht hat. Wie er will seine Kinder sehen. Wie er sagt, wenn Liebe unter den Kindern Gottes gesehen wird, dann kommen die Leute von selbst. Die wollen dann auch diese Liebe, diese Freundlichkeit, diese schöne Zeit mit den Kindern haben, mit den Kindern Gottes haben. Gott segne uns dazu. Das ist sein Wille, Jesus, dass wir in ihm wohlgefällig leben. Amen.